Ja, moinsen. Und willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es uns mal um ein ganz bestimmtes Thema. Ihr wisst, dass momentan auf meinem Kanal Yo-Kai Watch Blasters läuft und ich bin noch sehr intensiv damit beschäftigt. Und naja, ich wollte gerade eben ein Video zu Yo-Kai Watch Blasters Mondhasentruppe aufnehmen, dem kostenlosen Update zu Yo-Kai Watch Blasters Rote Katzenkommando und Weiße Hundebrigade. Und ja, was soll ich Ihnen sagen? Auf einmal... Ja, ich gucke auf Twitter und denke mir, ja cool, ne, Mondhasentruppe ist jetzt da. Ich wollte gerade in den E-Shop gehen und Mondhasentruppe runterladen, als dann das hier gepostet worden ist. Und ich habe gerade übelst Gänsehaut, Alter. Macht euch bereit, Yo-Kai-Fans. Yo-Kai Watch 3, ein neues Hauptspiel der Reihe, erscheint diesen Winter exklusiv für Systeme der 3DS-Familie und bietet viele neue Örtlichkeiten, Charaktere, sowie ein komplett neues Kampfsystem. Man hat uns das Logo gegeben und ein offizielles Artwork, das wir schon kennen. Und so sieht das Artwork, also das Logo, für den Westen aus. Und ich kann es nicht glauben. So, das kommt gerade so rüber, ja, ist für den Winter, es kommt diesen Winter raus. Ja, moin, das ist ja nice. Aber ohne Witz, Jungs, ich hätte nicht gedacht, dass uns in, ja gut, in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr erscheint, der Winter... Begriff ist dehnbar und so, dazu kommen wir noch gleich, aber ich weiß nicht. Wir haben jetzt wirklich jährlich neue Yo-Kai Watch Spiele bekommen. 2016 Yo-Kai Watch 1, 2017 Yo-Kai Watch 2, in allen kompletten Editionen. Dieses Jahr Blasters. Und innerhalb eines Monats sogar zu Blasters alle Editionen. Rote Katzenkommando, Weiße Hundebrigade, jetzt Mondhasentruppe, kam heute raus. Video dazu kommt morgen. Ich habe heute keine Zeit, Alter. Gleich wird auch Fortnite gestreamt. Und nächstes Jahr wahrscheinlich Yo-Kai Watch 3. Was ist denn hier los? So, möchte Level 5 wirklich so schnell Yo-Kai Watch im Westen etablieren und rausspammen, dass dann nächstes Jahr vielleicht sogar Yo-Kai Watch 4 erscheint bei uns? Ich weiß es nicht, also Level 5 ballert gerade richtig durch und sagt Nintendo, kommt Jungs, ne? Ihr habt zwar ein bisschen zu tun und die Rechtschreibfehler, die sehen wir jetzt mal ein bisschen nicht so eng, aber guckt mal, dass ihr alles so richtig schön durchballert, damit nächstes Jahr vielleicht sogar Yo-Kai Watch 4 bei uns erscheint. So kommt es mir vor, so wie Nintendo und Level 5 gerade Yo-Kai Watch rausspammen und wisst ihr, ich habe gerade meinen Spaß mit Blasters und bin damit gut beschäftigt und jetzt auf einmal kommt diese Nachricht hier. Ja, moin! Und, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Alter. Das ist... Das geht gerade sehr schnell. Fast schon zu schnell für meine Verhältnisse. So, ich komme nicht hinterher damit. Und ganz kurz zu diesem Logo-Thema. Ich zeige euch mal das japanische Logo. Zu Yo-Kai Watch 3. Beziehungsweise, vielleicht sogar meine Eigeninterpretation. Ich habe ja mein eigenes Logo gemacht. Zu Yo-Kai Watch 3. Und ich suche auch gerade danach. Es wird auch gleich weitere Infos geben zu Yo-Kai Watch und so, was Veröffentlichungsdatum und sowas angeht. Yo-Kai, also das Ding ist, Nintendo Deutschland, so, hier erstmal das japanische Logo, ja. Und hier quasi das westliche, ja. Mit dem Hut und dem Banjo, voll cool gemacht. Ich versuche gerade auch irgendwie an mein deutsches Logo ranzukommen, aber wisst ihr, das Ding ist, die amerikanische Seite von Nintendo hat auf Twitter soeben das Veröffentlichungsdatum released für Yo-Kai Watch 3. 8. Februar nächsten Jahres kommt es raus. Nintendo Deutschland sagt aber diesen Winter. Jetzt weiß ich aber nicht, ob dieser Begriff so dehnbar ist, dass man sagt, okay, diesen Winter heißt auch Winter 2018 oder nächstes Jahr im Winter. So, der Winter geht ja bis nächstes Jahr rein, so bis Februar oder März. Ja, und ich weiß halt gerade nicht, wie ich diesen Begriff definieren soll. Das ist gerade so das Problem. So, jetzt aber mal genug rumlaveresiert. Wo habe ich jetzt mal das Yo-Kai Watch 3 Logo? Heilige Scheiße, das ist gerade zu heftig, Alter. Das ist zu krass, wie Nintendo momentan raushaut. Ist wirklich sehr, sehr heftig. Und ich finde gerade mein Yo-Kai Watch 3 Logo nicht. Aber ihr wisst, ihr habt mein Logo schon mal gesehen. Bedeutet, ihr wisst auch ungefähr, wie es aussieht. Also, scheiß drauf, Schwazy. Fakt ist halt, Yo-Kai Watch 3 erscheint diesen Winter bei uns.
auf Deutsch. Wahrscheinlich auch mit deutscher Synchro und allem drum und dran und allem, was dazugehört. Und darauf bin ich sehr gehypt. Es gibt zwar noch keinen Trailer. Jedenfalls sehe ich hier keinen. Es wurde noch kein Trailer gepostet. Ich denke, der kommt dann die Tage. Wenn einer kommt, wird es dazu eine Analyse geben. Und Nintendo hat auch gerade noch nichts gepostet. Ich gehe jetzt mal kurz auf meine Tweets ein, weil ich habe ja ein bisschen was gefragt. So von wegen, hey, wie sieht's aus? Bedeutet, ich habe halt folgende Frage gestellt. Ich hoffe, dass ich irgendeine Frage gestellt habe. Oder ist da noch keiner drauf eingegangen? Ja, ich merke schon. Können die Leute wohl noch nichts zu sagen, ne? Naja, gut. Ja, alles klar. Wir gehen aber mal trotzdem ganz kurz auf den Nintendo of America Account, weil der hat, wie gesagt, das Veröffentlichungsdatum gepostet. Und ich frage mich, wenn Amerika schon das Foto postet und auch die Ankündigung dazu macht und sagt, hey, es erscheint exklusiv auf dem 3DS am 8. Februar nächsten Jahres. Dann ist meine Frage, warum hat das Nintendo Deutschland nicht getan? Ich gucke auch mal, was Nintendo of Europe dazu gesagt hat. Aber Dingos, wenn ihr gehypt seid auf Yo-Kai Watch 3, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch sehen, dann lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und was sagt der europäische Account dazu? This Winter, also quasi die gleiche Message wie beim deutschen Account. Halt eben, ja, diesen Winter halt eben, ne? Noch eine Frage, die sich mir stellt. Man sagt, hey, diesen Winter kommt ein komplett neues Yo-Kai Watch Spiel, Yo-Kai Watch 3. Kommt diesen Winter zu uns, exklusiv für die 3DS-Familie. Jetzt frage ich mich, wird es nur eine Edition geben? Oder wird es zwei geben? Ihr wisst, es gibt ja die Edition Sushi und Tempura. Nur ist das Ding, dass man uns hier nicht diese beiden Namen genannt hat. Wir wissen nur, dass Yo-Kai Watch 3 erscheint, aber nicht in welchen Editionen. Wird es nur eine Edition geben, beziehungsweise zwei? Einmal eine allgemeine Yo-Kai Watch 3 Edition und dann am Ende noch hier, wie hieß die nochmal? Es gibt Sushi Tempura und dann gab es noch diese Spezialedition. Wird es dann so sein, dass wir nur eine allgemeine Yo-Kai Watch 3 Edition bekommen und dazu noch die Spezialedition? Oder wird es weiterhin so sein, dass wir Yo-Kai Watch 3 Sushi bekommen, Yo-Kai Watch 3 Tempura und dann noch die Spezialedition? Wir werden es sehen. Jedenfalls, Nintendo und Level 5 drehen am Rad, sie hasseln übelst rum und ja, hauen ein Yo-Kai Watch Spiel nach dem anderen raus. Die haben auch gerade echt einen Workflow. Wenn man das mal so bedenkt, ne? September diesen Jahres Blasters, Februar nächsten Jahres schon Yo-Kai Watch 3. Erscheint nächstes Jahr vielleicht sogar Yo-Kai Watch 4. Es ist Zukunftsmusik, ich weiß, wir sollten jetzt noch nicht darüber reden. Aber dennoch bin ich sehr gehypt, Yo-Kai Watch 3 bei uns zu sehen. Und es ist einfach geil. Es ist einfach nur geil. Ihr seht auch hier die Relevanz von Blasters. Ja, 4 Retweets, 32 Likes zu dem Blasters-Update. Und dann hier, bam, Yo-Kai Watch 3 Ankündigung, direkt 83 Likes, 18 Retweets. Also Yo-Kai Watch mit dem Hauptspiel ist schon gehypter als die, ja, ich sag mal, Spin-Off-Reihe, die Nebenedition, ne? Ich war so gehypt, dass ich sogar zwei Tweets da gelassen habe. Man kennt's. Ja, Koma-san und dann Komajiro-Bruder sehen. Ach je, Rodingos. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich, ohne Witz. Jetzt ist natürlich, ja, das Ding ist halt so, bisher, also seit Yo-Kai Watch 2 Geister sind sämtliche Yo-Kai Watch Spiele im Westen am gleichen Zeitpunkt erschienen. In Amerika und in Europa am gleichen Tag. Mal so kurz als Erklärung. Yo-Kai Watch 1 erschien in Amerika, ich glaube 2015. September, Oktober 2005. Ne, wobei, warte mal kurz. Oder?
Doch, ich glaube, so war das. Yo-Kai Watch 1 erschien in Amerika im September, Oktober 2015. Bei uns erschien Yo-Kai Watch 1 im, ich glaube, April oder Mai 2016. Ein halbes Jahr später und ein halbes Jahr nach dem Amerika-Release. Yo-Kai Watch 2, Bony Spirits, Fleshy Souls, erschien in Amerika, ich glaube, September oder Oktober 2016. Bei uns erschienen Knochige Gespenster, Kräftige Seelen, 2017 und zwar im Frühling. April oder Mai. Ich glaube, es war April. Und die Spezialedition zu Yo-Kai Watch 2, Geistige Geister, erschien quasi gleichzeitig mit dem Amerika-Release im September letzten Jahres. Das heißt, wir sind jetzt quasi mit Amerika gleichgezogen und seitdem sind sämtliche Yo-Kai Watch-Spiele im kompletten Westen, Amerika und Europa, am gleichen Tag erschienen. Das war bei Blasters jetzt so, das war bei Geistige Geister so. Die Frage ist, wird es in Yo-Kai Watch 3 auch so sein? Wie gesagt, diesen Winter, das wirft halt Fragen auf. Das wirft Fragen auf und ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ob es heißt, diesen Winter mit Winter diesen Jahres, Winter 2018 zum Weihnachtsgeschäft, wird Yo-Kai Watch 3 vielleicht sogar vor Amerika, also wird Yo-Kai Watch 3 für Deutschland oder Europa vor Amerika erscheinen? Oder auch am 8. Februar oder nach dem 8. Februar? So dass es sich um einige Monate verspäten wird. Das weiß ich nicht, das werden wir rausfinden. Brodingus, ich würde mal sagen, das soll es auch mit diesem Ankündigungsvideo gewesen sein. Yo-Kai Watch 3 erscheint diesen Winter bei uns in Deutschland, in Amerika, in Europa und ich bin sehr darauf gespannt. Morgen kommt übrigens um 6.30 Uhr ein Mondhasentruppen-Video und es würde mich freuen, wenn ihr hineinlunst. Brodingus, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Hauen Sie hinein und bye!